Mein Name ist Kayo Miebach, ich bin 67 Jahre alt und bin zurzeit hier sportlicher Leiter beim TuS 05 Oberpleis. Ich bin in diesem Verein seit 1974 und war zwar zwischenzeitlich auch mal woanders, aber im Endeffekt bin ich immer hier Vereinsmitglied gewesen und es hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert. Damals spielte der TuS Oberpleis Kreisliga B, war einer von mehreren Mannschaften in der Stadt Königswinter, geschweige denn im Kreis. Und heute ist der TuS Oberpleis die Mannschaft in Königswinter und eine der Mannschaften im Kreis. Und wir spielen heute Landesliga, wie bekannt ist. Und ich denke mal schon, dass der Verein einen wunderbaren Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Ja, die beiden Söhne haben sehr früh Fußball gespielt. Der Tim mit 4, der Frank, glaube ich, mit 5. Und ich habe dann irgendwann neben den Senioren auch noch eine Jugendmannschaft trainiert. Und habe aber dann immer eine Mannschaft trainiert, wo wenigstens einer meiner Söhne spielte, damit wir nicht komplett uns aus den Augen verlieren. Es war lange Zeit so, dass wir wirklich von den Spielern auch gelebt haben, die hier in der Jugend groß geworden sind. Und ja, und jetzt so langsam aber sicher, denke ich mal, haben wir uns etabliert, auch in der Landesliga. Und jetzt sind wir auch Ansprechpartner für Spieler, die schon mal aus anderen Vereinen kommen. Sicher habe ich, so wie ich halt handle, so wie ich denke, so wie man sich das vorstellt, hat man versucht, Dinge auch zu machen, zu leben. Und aber ich bin nicht derjenige, der sich selber loben will, sondern ich denke, am Ende steht das, was heute da steht. Und ich glaube, dass da schon ein Weg in die richtige Richtung war. Ich würde mir wünschen, dass der TuS auf Jahre in dieser Klasse auch weiterspielen kann.